Und herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu Lighthouse The Dark Being. Wow, das war wirklich eine spannende Lektüre. Und wir wissen jetzt, dass da dieses dunkle Wesen den Professor beklaut hat. Vielleicht, damit es selber ein Portal öffnen muss. Das ist eine teure Lampe, müssen wir finden. Vor allen Dingen fürchte ich, wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir hier dieses Portal, wie auch immer, ich denke, das öffnet sich dann hier in dem Käfig, weil er hatte ja in seinem Tagebuch erwähnt, der Professor, dass er irgendwie eine Art Käfig gebaut hat, wobei ich nicht so sehe, wie das jemanden davon abhalten kann, aus diesem Käfig da rauszukommen, aber soll uns jetzt mal wurscht sein. Das ist das Problem der Grafiker und nicht unseres. Ja, bevor wir das allerdings machen, möchte ich mich noch nach einer anderen Sache umschauen, draußen. Also nicht ganz draußen, aber im Arbeitszimmer. Und zwar nach diesem geheimnisvollen Kästchen, was wir ja hier gefunden hatten und was auch in dem Tagebuch Erwähnung fand. Der Prof meinte ja, er sei da nicht sehr weit mitgekommen. Wollen wir doch mal gucken, ob wir mehr Glück haben. Ich hoffe, ich kriege das hier noch zusammen. Ich glaube, ich muss erst mal hier klicken. Nee, oder? Oder hier. Irgendwas hat aber geklickt. Dann muss ich wo drehen. Ja, das ist gut. Sehr schön. Und da geht was auf. So, wenn man das erste Mal spielt, ist es wirklich Trial and Error. Weil, was sagt uns unser Hintkeeper? Noch nichts. Dann gib uns doch bitte nochmal einen Hint. Ja, wir haben die Puzzlebox gefunden. Und dann sagt er noch, irgendwas ist da drin, wir müssen eine ganze Reihe von Puzzles lösen, um irgendetwas zu kriegen, was ganz tief drin verborgen ist. Wir können die Box nicht mitnehmen, aber die rotiert, das haben wir jetzt eben schon gesehen, und wir müssen nach verborgenen Knöpfchen und Schaltern suchen und uns Notizen machen. Ja, da ist nämlich was, was wir vielleicht schreiben wollen. Okay. Da geht's um eins, da mache ich dann sowieso eine Pause, das ist jetzt nicht so wichtig. Gut, also wir werden mal versuchen, es zu lösen. Sehr hilfreich war das nicht, deshalb schalte ich die Hints auch nie an. Für die doof, Willy Beamish Tipps waren wesentlich sinnvoller. Wir müssen beginnen mit den hellen quadratischen Kästchen. Hä? Ah, jetzt geht's. War ich zu ungeduldig? Ich habe schon eben gewundert, warum das nicht geht. Murphy's Law. Typisch Let's Play. Jetzt hat was geklappt. So, jetzt ist da hat sich irgendein Mechanismus ausgelöst und wir können auch diese großen Dinger hier weiterschieben. Sind nicht viele, ist gleich fertig. Hier ist ein Knöpfchen. Yes. Toll. Und hinten öffnet sich was. Dann drehen wir doch mal. Ein großer roter Knopf, den drücken wir. Und ich glaube, ich muss hier nochmal drehen. Nee, dann muss ich hier irgendwo drücken. Ja. Und glaube, nochmal den Knopf betätigen. Ja. Und wir finden einen schönen Schlüssel, der mit Sicherheit für ein weiteres Fach in dieser Box gedacht ist. Gut, dann klicken wir mal und machen den ganzen Kram hier wieder zu. Genau. Und da geht was auf. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja. So. Und was ist das? Ja, da darf ich nochmal an das Tagebuch erinnern. Auf der Seite ganz hinten zum Schluss. So soll es aussehen. Genau. Meine Lieben, und da dieses Rätsel sowieso jedes Mal anders aussieht und ich ewig dazu brauche, mache ich es. Es gibt zwar einen Cheat-Modus, aber der dauert fast genau 20 Mal oder so da raus und rein. Da habe ich auch keine Lust zu. Also, ich werde das mal lösen und melde mich dann, wenn ich wieder da bin. Es gibt eine ganz kurze Pause. Bis gleich. So, hat ein bisschen gedauert und hier öffnet sich ein kleines Fach mit Symbolen Kreis, Dreieck,
Quadrat und Kreuz. Das sind immer dieselben, die habe ich mir natürlich schon lange notiert und die werden wir sehr, sehr, sehr viel später im Spiel für genau dieses Kästchen nochmal brauchen. Wir werden nämlich noch ein Puzzle lösen müssen hier drin und dann nicht mehr weiterkommen, weil uns ein entscheidendes Teil fehlt. Gut, das war das. So sieht der Vogel aus. Und das geht wieder zu, wie gemein. Früher habe ich das immer meinen Mann lösen lassen, aber ach ja, jetzt bestimmt, weiß nicht, 20 Minuten oder so gebraucht. Bäh. Das wäre zu langweilig geworden, sogar in Speed of Merchant. Eine Sache gilt es doch zu lösen. Ich weiß jetzt nicht. Hier, ja. Und dann hier. Ja. In der Tat. So, das ist das blöde Fischerätsel und auch hier kann man wirklich nur Trial and Error, ja, da habe ich beim ersten Mal auch rumgewurschtelt. Es geht darum, erstmal alle blauen Steinchen hier irgendwie zu klicken und dann den unteren Fisch da. So, erstmal drauf kommen, oder? Dann geht alles wieder zu, das hat mich am Anfang auch sehr verwirrt, ist aber richtig. Und dann alle grauen. 1, 2, 3, 4. Und das. Juhu! Und jetzt wissen wir auch, wozu dieser Schlüssel gut war. Ich habe es ja vermutet. Nämlich für irgendetwas in dem Kästchen drin. So. Und hier kommen wir nicht weiter, weil uns da etwas fehlt. Das macht aber nichts. Wir werden es auf jeden Fall finden. Gut. So viel, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ah, da, okay. Das bleibt jetzt auch immer so offen, das ist schön, da müssen wir also nichts mehr puzzeln und klicken. Das haben wir schon mal fertig, nur wissen wir natürlich nicht, wozu das gut ist. Außer, dass der Hintkeeper uns gesagt hat, es sei irgendetwas im Innersten des Kästchens verborgen. Nun ja, wir werden es rausfinden. Gibt es eigentlich hier noch ein schönes Bild zu gucken? Ah, das ist aber auch sehr unheimlich, oder? Meine Güte. So, hier hatte ich, glaube ich, alles geholt, was ich brauche. Lass mein Inventar checken. Der ist wichtig. Der Vogel ist auch wichtig. Ja, alles dabei. Die Uhr brauchen wir, wenn wir sie überhaupt wollen, ganz viel später im Spiel, sowie den Kompass. Da schleppen wir es auch ewig mit uns rum. Aber vielleicht greife ich da das eine oder andere Mal doch noch drauf zu. Auf jeden Fall haben wir es im Inventar. Jetzt sollten wir uns auf jeden Fall mal dran machen, diesen Leuchtturm wieder zu reparieren, weil wir müssen ja irgendwie, wir haben schon Quick gesehen, in diesem seltsamen eisernen Raum, er lag in der eisernen Jungfrau und dieses fiese Wesen, was uns da einfach irgendwie in diese andere Welt noch befördert hat, wo der Turm zu sehen war, da wollen wir natürlich jetzt überall hin und gucken, ob uns das weiterhilft auf unserer Suche nach Quick und vor allen Dingen auch seiner Tochter Amanda. Ja, ich weiß natürlich, wie es geht. Das Erste, was wir tun müssen, ist hier dieses Gerät wieder einzuschalten. So, das haben wir schon mal. Sehr schön. Dieses war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Was ist denn das hier? Zu macht nichts, soll uns nicht hindern. Wir haben das Brecheisen. Ja. Einmal hat den Entwicklern offenbar nicht gereicht. Also bitte noch ein zweites Mal. Ich auch völlig überflüssig, solche Sachen. Aber gut. Oh, da sind diese schönen Lämpchen drin. Gut, da nehmen wir uns doch gleich eins mit. Könnte sehr nützlich sein. Brauchen wir jetzt übrigens nicht mehr mit dem Brecheisen aufzumachen, jetzt geht's automatisch. Wir haben es wieder repariert. Hier auf dem Tisch liegt allerhand Krimskrams, von dem wir drei Dinge benötigen. Den Lötkolben, ja, diese Sicherung und noch ein Stückchen Draht. Das ist Streich Nummer 3. Hier können wir momentan noch nichts anfangen. Schaut mal, hier steht so ein schöner, versiffter Computer. Bah. Und lauter Kaffeetassen. Umgekippte Kaffeetassen, du fasst es nicht. Und dieser siffige, der hat schon Schimmel angesetzt, der Computer. Ganz toll. Was passiert denn eigentlich, wenn wir den jetzt klicken? Also, das ist schon mal okay. Nö, gut. Also, wir müssen reparieren. Dann werden wir mal hier
reinklettern. Da fühlt man sich wie die Hexe in Hänsel und Gretel, als sie in den Ofen geschubst wurde. Jo. Wir tauschen erstmal die olle Sicherung aus. Die fliegt dann irgendwo weg. Den ollen Draht auch weg. Neue Sicherung rein. Neuen Draht hin. Und ganz wichtig, sonst funktioniert das nämlich nicht, den Draht festlöten. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Hier. Yeah. Und alles, was wir nicht mehr benötigen, liegt auch nicht mehr im Inventar. Meistens jedenfalls. Manche Sachen dann doch, aber egal. Aber manche Sachen frage ich mich wirklich, warum wir die dann immer noch mit rumschleppen. Ist aber wurscht, wir machen hier erstmal alle 8 Schalter an. So, sehr schön. Und da passiert auch was. Da justiert sich irgendwas, keine Ahnung. Hier blinkt was, da können wir aber nicht klicken. Nö. Ziehen wir mal diesen Hebel. Ah, da geht was hoch, toll. Und den können wir noch nicht. Okay, das heißt, hier fehlt noch irgendwas. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hoch. Weil da ist doch eben etwas nach oben gefahren. Ein Vorhängeschloss. Und wir haben keinen Schlüssel mehr. Wie schön. Nehmen wir doch wieder unsere Brechstange hier. Ja. Auch da reicht einmal den Entwickler nicht. Nein. Welche Liebe sowas. Überflüssig in die Menge gezogen. Und dann nochmal draufhauen. Reicht auch nicht. Offenbar meinten die, aller guten Dinge sind 3. Und wir hoffen, dass es dann auch wirklich nur 3-mal ist. Ja. Na, das hätten wir geschafft. Und dann fliegt da alles runter. Und wir können ihn durch und fühlt uns wieder wie in Phantasmagoria im Turmzimmer. Nur wartet da kein Dämon, sondern ein schönes gläsernes Gebilde auf uns. Das können wir öffnen. Und schaut, hier ist so eine kaputte Lampe. Die schmeißen wir auch erstmal irgendwo in die Landschaft. Ganz toll. Umweltverdrecker hier. Unser Protagonist. Und ersetzen das durch eine neue. So, beim ersten Durchspielen bin ich an dieser Stelle ewig nicht weitergekommen. Und glaub, da habe ich dann auch an Willy Beamish geschrieben. las ich dann in dem, weiß ich nicht, 20 Seiten dicken Brief oder wie viele Seiten es waren, weiß ich gar nicht mehr. Müsste ich mal nachgucken. Hier oben, man kann hier nämlich noch nach oben klicken, habe ich nicht gesehen, ne? So, da ist nämlich ein Stöpsel, den müssen wir da drauf plöppen. Ganz toll. Sonst funktioniert das nicht, wo man das her wissen soll. Gut, indem man einfach mal den Pfeil nach oben klickt wahrscheinlich. Da war ich zu blöd. Egal, manchmal ist das so. Ja, hier haben wir eine wunderschöne Aussicht aufs Meer. Lasst uns noch einen Augenblick genießen. Obwohl, wir sehen noch genug Wasser, kann ich euch jetzt schon verraten. Gut, dann wieder runter. Und nun, sollten wir mal versuchen, könnt ihr euch erinnern, aus der zweiten Folge, war das die zweite? Ja. Da gab es doch draußen diesen Sicherungskasten, wo der große Hebel wieder hochknallte, als wir ihn runtergezogen haben. Dann schauen wir doch mal, ob das jetzt schon klappt. Bin sehr neugierig. Und yes. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch nur einmal machen. Bei Lampe austauschen müssen wir nochmal, aber nichts mehr reparieren, zum Glück. Das war eine einmalige Angelegenheit. Aber das werdet ihr sehen. Schade, diese Bilder kann man sich auch nicht ansehen. Finde ich sehr, sehr schade. Ja, ist eigentlich ganz hübsch. Ich würde auch gerne in so einem Leuchtturm wohnen. Eigentlich garantiert nicht so ein komisches Labor. Da hätte ich ein Ton- und Videostudio. Yeah. Kann ich mir aber das nicht leisten. Leider. Jo. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt den Computer hier zum Laufen kriegen. Computer. Hier ist die Tastatur. Die völlig versiffte. Da hat er wahrscheinlich dauernd Kaffee drüber geschüttet oder so. Ist alles angeschimmelt. Hey, das sieht gut aus. Power Supply, okay. Modulation, okay. Und dann können wir Trigger Activation Sequence machen. Also, wir sollen irgendeinen Hebel ziehen. Ich würde vorschlagen, diesen hier. Ja. Und in der Tat, es öffnet sich ein Portal.
Und wir können schon sehen, dahinter verbirgt sich diese seltsame Landschaft, in die uns das komische Wesen schon einmal expediert hat. Wir schreiten noch in dieser Folge hindurch. Nein, das tue Please ich insert nicht. CD number Ich drücke 2. einfach nur meine Tastenkombi. Und da sind wir schon in dieser Welt. Ihr Lieben, was wir hier anstellen, das erfahrt ihr ab der nächsten Folge. Bis dann, bleibt dran. Ciao.